Ja, hart, aber pfeff. Das könnte eigentlich ein Zitat aus meinem Leben sein, aber ist es leider nicht, weil mein Zitat heißt, hart, härter, am härtesten. Macht euch mal Gedanken, ne? Ja, schönen Abend, herzlich willkommen. Gibt es ein gutes Leben ohne Jugendtum? Und nee. Das Glück. Also das kann ich verneinen. Also ein Leben ohne YouTube-Kacke ist wie ein Leben ohne meine linke Hand. Würde nichts funktionieren. Ich könnte eigentlich mit meiner rechten Hand schreiben und essen, aber ich bin zu dumm dafür. Also es wäre möglich, aber es wäre beschissen. Es wäre beschissen, weil ich Linkshänder bin. Ja, ich habe mich jetzt geoutet, ja. Ich bin Linkshänder. Ne? Ich habe auch hier eine Linkshänder-Schere. Mit der kommt meine Frau nicht zurecht, weil die Rechtshänderin ist. In der Mitte zwischen zwei kleinen Titten. Hart aber fair mit diesen Gästen. Angelina Kirsch. Ich finde mich schön, so wie ich bin. Und auch mit 700.000 Kilo pro Bein. Detlef Soos, der Fitnesscoach, sagt, ich habe Angelinas Entscheidung mit meinem Koch getroffen und fühle mich jetzt viel besser. Lol, Jens Saas, der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse, warnt, die Deutschen werden immer deutscher. Kommt erstmal eine Fontäne voll Milch hoch, also. Dagegen müssen wir alle etwas tun. Nun, Moritz Sachs. Margareta Hilling-Fesel. Die Ernährungswissenschaftlerin stellt klar, jeder Esel ist übergewichtig. Warum, ne? Und es gibt so Menschen, die werden einfach übersprungen, ne? Warum werde ich nie übersprungen? Warum werde ich nicht übersprungen? Mein Nachbar zum Beispiel, der hat, das ist kein Witz jetzt, ne? Der hat noch nie GEZ bezahlt, weil die einfach nicht wissen, dass er da wohnt. Aber der ist da wirklich ganz normal gemeldet und alles drum und dran. Aber der hat noch nie in seinem ganzen Leben GEZ bezahlt. Aber bei mir, einen Tag zu spät bezahlt, ne? Kommt gleich Essica, prügelt mich tot, nimmt mir mein ganzes Geld. Ich hab eh nichts, aber die lassen meistens Geld hier und gehen dann wieder. Aber mein Nachbar, der hat noch nie in seinem ganzen Leben, seitdem er lebt, und er lebt schon sehr lange, so wie der aussieht, ne? Also der ist schon, sein Leben ist schon fast vorbei, der ist schon fast im Krematorium, ne? Also der hat ja bald einen Termin da, Probe liegen. Drin stellt klar, jeder Esel ist übergewichtig. Nee, das stimmt. Frau Toll. Kirsch, Sie sagen, Sie haben in Ihrem Leben niemals gekocht. Stimmt. Ich glaube Ihnen das auch. Aber haben Sie jemals den Druck verspürt? Ja, habe ich. Als ich Teenager war. Detlef Soos, Fitnesscoach heute, der fand sich zu dick. Schauen Sie sich mal diese beiden Bilder an. Boah. Da liegen 3 Kilo dazwischen. Ja, genau zu sein sogar 2. 2 Kilo. Ja, ich hätte jetzt gesagt, der Balken dazwischen wiegt vielleicht, wenn man jetzt die Maße anguckt, ne, wenn das ist ja 1:1, ne, da hätte ich jetzt den Balken schon fast auf 10 Kilo geschätzt, ne? Also nicht nur 3 Kilo, ich glaube, hier liegen schon 10 Kilo dazwischen, ne? Also ich rede jetzt von den schwarzen Balken, ne? Kilo? Ich würde nie irgendjemandem aufoktroyieren, dass die Leute das Recht haben, glücklich zu sein, sondern du musst ein Sixpack haben, du musst 90, 60, 90 sein. Bist du nicht cool. Das hängt zusammen. Sehen Sie sich im Moment gerne im Spiegel? Sind Sie in Ihrer Range? Das bringt Systemausfall. Noch mehrere andere. Da wurde gerade Lauterbach parodiert. Finde ich nicht lustig. Der Knabe kann nichts dafür. Ne? Also der kann zwar ganz gut das Gesundheitssystem kaputt wirtschaften, aber das ist nicht lustig. Man macht sich nie über solche Probleme lustig. Nee. Vielen Dank, Herr Bas. Danke für den Talk. Den Ding, ne? Also super, super Leute. Vor allen Dingen hier den, der nur ganz kurz namentlich erwähnt wurde und übersprungen wurde, den fand ich am sympathischsten. Er war da. Und das ist ja schon, das schaffen ja viele Menschen nie. Er war schon da. Er kommt bestimmt auch mal wieder. Aber das Schöne an ihm ist, er kann irgendwo sein, egal ob auf Arbeit, egal ob der gerade mit seiner Ehefrau unterwegs ist. Das ist scheißegal. Aber der hat einen Vorteil, der ist immer unsichtbar.
Immer. Der wird von seiner Ehefrau nie gesehen. Der wird von seinem Arbeitgeber nicht gesehen. Ach, sie, seit wann arbeiten Sie hier? Naja, 30 Jahre schon. Oh, hab ich noch nie gesehen. Es hat Vorteile. Hat Vorteile, ne? Das hat wirklich über, ne? Denk mal drüber nach, ne? Ne? Ihr könnt dann nackig rumlaufen. Ihr werdet nicht gesehen. Ihr werdet nicht gesehen. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch konnte ich das Armbrot kaputt machen. Wäre schön. Da hätte ich alles ja erreicht, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.